Ja, ich will es auch ganz kurz machen. Also wir haben ja jetzt erfahren, dass laut einem Zeitungsbericht der Welt, dass 100.000 Mitarbeiter gemeldet worden sind, bundesweit gemeldet worden sind, weil sie nicht geimpft sind oder keinen Impfnachweis vorgelegt haben. Wir haben schon vor einigen Monaten vom Josefskrankenhaus erfahren, dass man dort sehr stolz war, dass nur 1% der dortigen Mitarbeiter entlassen worden sind. Und das war ja die Initialzündung für unsere Demo-Serie. Ich habe jetzt letzte Woche von meiner eigenen Universität, der Uni Medizin Mannheim, erfahren, dass man auch da sehr stolz ist, dass man nur 3% der Mitarbeiter das Gesundheitsamt hat melden müssen. Ich frage mich, worauf man hier stolz ist. Ist man stolz darauf, dass der Druck ausgereicht hat, dass Menschen Angst hatten um ihren Job und sich deshalb gegen ihre inneren Überzeugungen an einem medizinischen Experiment beteiligt haben? Ist man stolz darauf, dass das Mobbing und die Diskriminierung an den Kliniken ausgereicht hat, dass sich so viele Leute der Spritze hingegeben haben? Ich finde diese Art von Stolz erbärmlich. Die Universitätsleitung weiß das natürlich. Die Klinikleitungen, die wissen es. Die Leitungen der Pflegeeinrichtungen, die wissen es natürlich, dass ihre Mitarbeiter nicht übermäßig vernünftig sind, sondern dass ihr Druck ausgereicht hat. Sie alle tragen Verantwortung dafür, dass Menschen sich diesem Druck beugen mussten. Wir haben letzte Woche gesehen, dass die Bundesregierung eine krachende Niederlage erlitten hat. Die Impfpflicht ist nicht vom Tisch, aber es ist auf jeden Fall eine Niederlage. Es ist nicht so leicht, eine Mehrheit von verantwortungslosen Bundestagsabgeordneten zusammenzubringen, um diese Impfpflicht zu bekommen. Was wir auch erfahren haben, ist, dass sofort wieder gedroht wird mit neuen Lockdowns. Neue Lockdowns sind die Gewaltandrohung, die Prügelstrafe, mit der wir gefügig gemacht werden sollen. Die Strafe, die uns droht, wenn wir nicht gehorchen. Das ist die Methode eines politischen Gewaltverbrechers, der uns gefügig macht und uns entmündigen will. Und wir müssen uns weiter dagegen wehren. Wir dürfen jetzt nicht locker lassen und nicht nur, weil die Maske fällt und weil eine Niederlage im Bundestag erreicht worden ist, denken, wir sind über den Berg. Die bereichsbezogene Impfpflicht sollte der erste Schritt sein für eine allgemeine Impfpflicht. Das ist die einzige wirkliche Begründung für die bereichsbezogene Impfpflicht. Ansonsten ist sie vollkommen sinnlos. Und das weiß auch die Klinik, das weiß jede verantwortliche Person. Kein Wissenschaftler, kein Mediziner stellt sich heute noch hin mit seinem Namen und behauptet, Geimpfte wären weniger ansteckend als Ungeimpfte. Das ist einfach nicht der Stand der Wissenschaft. Wir haben jetzt die Chance, diese bereichsbezogene Impfpflicht zu kippen. Nachdem die allgemeine Impfpflicht erstmal nicht kommt, müssen wir die Gelegenheit nutzen und müssen jetzt nachsetzen. Wir müssen jetzt weiter gegen die bereichsbezogene Impfpflicht kämpfen. Deshalb ist diese Unterschriftenaktion auch sehr wichtig. Ich empfehle wirklich, dazu unterschreiben, denn wenn wir klarstellen, dass es keinen Unterschied gibt zwischen Geimpften und Ungeimpften, was die Infektiosität betrifft, wenn wir klarstellen, dass es tatsächlich keine höhere Gefährdung durch ungeimpftes Personal gibt, dann fällt jede Rechtfertigung für eine unterschiedliche Behandlung weg und dann fällt auch jede Rechtfertigung für eine bereichsbezogene Impfpflicht weg. Ich möchte deshalb unbedingt ermuntern zu dieser Unterschriftenaktion, unterschreibt bitte. Ich möchte aber auch weiter darüber hinaus ermuntern, schreibt durchaus euren Klinikleitungen, schreibt euren Arbeitgebern, schreibt den Leuten, die Verantwortung tragen für unterschiedliche Testpraxen. Überall, wo Ungeimpfte mehr getestet werden als Geimpfte, schreibt denjenigen, die verantwortlich sind. Ich schreibe seit 6 Monaten an die Klinikleitung und bekomme nur Ausflüchte, weil niemand wirklich sich hinstellt und wissenschaftlich begründen kann, dass dies einen Sinn macht. Wir müssen die Leute jetzt zu einer Positionierung zwingen. Die Leute müssen Stellung beziehen. Die Verantwortung haben, müssen jetzt Stellung beziehen. Schreibt sie an, fragt sie höflich, aber fragt sie. Sie müssen sich positionieren.